Oh. Ich bin irgendwo. Oh! Wo bist du? Ich weiß, wo ich bin. Oh, du hast... Du hast Kisten. Alter. Forcierte Triangulation. Wir sind in einer Zelda-Anspielung. Kann man die kaputt machen? Bestimmt irgendwie. Ja, Zelda-Anspielung. Es gibt Smart. Ich krieg die nicht kaputt. Ich bin... Kannst du die eigentlich wieder heile machen? Wenn du sie zerstört hast? Schade. Du kannst auch durch... durchdodgen. Wir machen das, was man in jedem Zelda macht. Wir legen uns nicht mit den Hühnern an, aber machen die Läden kaputt. Wie macht man durch Dingens? Mit Shift. Aha. Okay, das ist echt cool. Wenn es macht. Da ist noch einer. Cool. Können wir die Kisten noch kaputt machen? Ah, da oben? Ne, können wir nicht. Wo oben? Da sind noch Kisten. Im Regal. Ach, die gehen auch. Im Regal kannst du auch kaputt machen. Na dann. Wenn du rankommst. Wenn schon, dann richtig, würde ich sagen. Da sind noch zwei. Ich komme an die Rubine nicht ran. Rubine sind das, glaube ich. Auch nicht. Auch wenn sie grün sind, sind eigentlich Rubine. Ja gut, Nintendo halt, ne? Kennt man. Hm. Schade. Okay, da muss man sehr präzise sein, um an den anzukommen. Oh, der geht. So, und der hier müsste auch gehen. Ja, geht. Ja. Cool, wir haben offiziell den ganzen Laden zerstört. Können wir Waffen mitnehmen? Können wir die Kisten noch kaputt machen? Die großen nicht, aber vielleicht die Fässer. Nee. Das geht nicht. Schade. It's dangerous to go alone, take this. Genau. Oh, nee, das wollte ich nicht. Warte, ich komme gleich wieder. Wir fahren mal gleich weiter, Schiff. Ich lauf hier einmal rum. Wo bin ich? Ach, da ist die Brücke. Sekunde. Ruh du dich aus. Ich lieg hier. Kannst jederzeit F drücken. Ich komme. Na toll. Ah, ich bin hier. Auf geht's. Wir können rückwärts fahren, aber nee. Wir wollen hier weiter. Okay, jetzt eine Brücke zu öffnen. Du musst auch treten, wenn wir vorwärts wollen. Ich trete ja. Dreht rückwärts. Ist ja gut. No. Ach so, geht von selbst auf. Sehr ja. Schön. Ich glaube, das war nur für das Easter Egg jetzt gedacht, oder? Ich schätze schon. Aber cool. Wir können hier nochmal durch die Brücke durch. Okay, gucken wir uns weiter hoch. Finden wir noch, vielleicht finden wir noch irgendwas. Ich wollte doch zu den Schweinen. Auf den Schienen kannst du fahren. Ich weiß, aber ich laufe lieber. Die Schweine. Wo waren die Schweine? Autsch. Ich weiß, weißt, hier gab es noch so ein richtig übles. Hier gab es noch so ein richtig übles Jump'n'Run. Das weiß ich noch. Wenn du die Schweine findest, sag mir Bescheid, ich komme zu dir. Ja, die waren irgendwo hier. Da bin ich ja vorhin gerne reingerannt. Das hier ist ein brennendes Haus. Hier ist eine Schranke. Macht das Feuer eigentlich Schaden? Nein. So, hier bin ich runtergekommen. Oh, hier ist so ein Volksfest. Hier findet ein Volksfest statt. Ah, da hinten bist du. Ich weiß nicht, was man hier machen kann, aber hier ist ein Volksfest. Hier kann man alles machen. Ein deutsches Volksfest. Kennt man. Okay.
Wann jetzt die fucking Schweine? Oh, ich kann Licht ausmachen. Dann kommt sie und macht das Licht an. Nice. Cool. Oh, hier ist ein Minigame, habe ich gefunden. Hier ist eine Glocke. Ja, die sind überall. So cool, ein Minigame, wo? Warte, ich komme zu dir. Moment. Ich suche noch diese Schweine, ich will die jetzt haben. Dann merkt ihr wohl, das ist das Volksfest. Da war ich gerade eben. Ah. Ja. Wie? Hoch hinaus. Weißt du, wo waren denn die Schweine? Ah, da kommt eine Frau, die holt Wasser vom Brunnen. Hm, kennt man. Macht man in Deutschland, vor allem in den Großstädten immer. Ja, die beklagt ihr brennendes Haus. Ihr brennt's. Kann man das Feuer irgendwie löschen? Nee. Ah, ich hab die Schweine gefunden. Kann man das Feuer irgendwie löschen? Kann man bestimmt hier. Ah, hier, hier ist eine Wolke. Ich lösche gerade das Feuer. Kannst du nicht, oder? Aber wieso nicht? Ich glaube, das ist eine Hauptquest, die wir machen müssen. Ich habe hier einen Schalter. Den kann ich nicht betätigen. Ja. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich. Warte, ich komme zu den Schweinen runter. Bin unterwegs. Da wahrscheinlich über die Brücke hin. Nicht abhauen. Ach, da ist die. Das sind die Schweine. Ja. Also die kann ich nur treten. Die können wir nur. Ja, und dann kannst du es füttern? Here you go, little fella. Bestimmt. Lunchtime. Ah, und sie werden fetter. So ein großes Schwein. Wagen. Und werden geschlachtet. Das sehen wir gleich. Where are they taking them? I'm sure they'll be fine. Warte, ich will auch geschlachtet werden. Denen geht's bestimmt gut. Oh no, poor pigs! What? Wurst! Werden verwurstet. Die sind jetzt Wurst. Ist mir noch wurscht. Okay, ja, wir haben gerade Schweine umgebracht. Ich glaube, deshalb hat sich das Dach um. Bewegt sich jetzt oder so. Da können wir raufspringen wahrscheinlich. Hm. Ich latsch den erst noch im. Ich latsch den erst beim Kartoffelsalat rum. Oder auf der Wurst, je nachdem. Das Sauerkraut. Schön barfuß. Wurst mit Sauerkraut. Da können wir hoch. Hier ist eine Glocke. Hier ist eine fette Katze. Passiert nichts, nicht Leute. Ja, jetzt kann ich mal hier rauf. Oh, ja, das bringt mich hier zu den fliegenden Ventilatoren hoch. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir doch mal die Hauptquest. Ich glaube, die führt uns sowieso noch überall rum. Ja, denke ich mal. Wo ist die? Oben bei den Figuren. Du hättest eigentlich nur einen Knopf drücken müssen. Okay, nicht. In dieser Richtung? Da, wo die angezeigt werden. Ach so, ja, die. Da, wo wir angefangen haben. Bevor wir abgehauen sind und erkundet haben. Okay, wo bin ich hier? Okay. Da kann ich links. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, warte, ich bin gleich da. Glaube ich zumindest. Das ist schon mal die richtige Richtung. Ich bin jetzt beim Volksfest. Ich bin auf der exakt anderen Seite, Mutti. Ja, ich weiß, ich warte auf dich. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber ich werde ungeduldig. Wenn ich wüsste, wie ich rüberkomme. Ich bin hier drüben. Ich bin
So wie du vorhin da weggekommen bist. Du hast das große Rad da hinten. Ich bin auf der Seite, wo es gleich die Tür aufgeht, wo es hingeht. Kannst ja, irgendwie... komm halt einfach hier. Geh halt einfach hier einmal kurz rüber. Guck dich einmal ganz kurz um. Hier. Okay. Ich kleb hier oben. Ja, das ist schön. Dann gehst du einfach hier lang. Dann bist du auf der anderen Seite. Nein. Bin ich nicht. Wie zum Teufel hast du das geschafft? Warte, ich hab hier einen Sprung links. So, ja. Nice. Ja, oder so. Jetzt auf die andere Seite. Achso, okay, du musst einen Klon platzieren. Alles klar. Und... ja, so bringt der Klon auch nichts. Wollt's nochmal probieren. Alles gut. Drück und porte dich. Und zack. Und zack. Sehr schön. Ne, ich will nicht mit dir zusammen. Hier, na komm, jetzt hier. Ah ja. Okay, jetzt müssen wir das hier löschen. Müssen wir die Brücke, die Schranke müssen wir öffnen. Ich guck mir jetzt das Volksfest an, ob es da noch irgendwas Lustiges zu tun gibt. Hier gibt's die Wolken, da müssen wir hoch. Vielleicht geht's jetzt. Muss. Oh! Er hat auch Spaß. Oh, hier kann man... Ah, jetzt kann ich hier die Wolken machen. Kann man hier rein? Ach so, jetzt hier. Kann hier rein? Warum kann man hier rein? Okay, aber ich kann mit der Wolke nichts machen. Wenn man da irgendwie... Okay, Volksfest hat nur einen Haufen besoffene Deutsche. Und Bier. Kannst mal gucken, ob du da irgendwie oben bei den Wolken Wasser aufladen kannst oder so? Ja, kann ich. Zeit zurückdrehen. Ah, okay, du kannst Wasser tropfen. Okay, kannst du mal hier. Ach so, okay. Mach Wasser tropfen nach unten. Nice. Success once again. Aber mach doch nicht immer die ganze Hauptquest. Wie geht's weiter? Ich häng hinter ihnen. Bist beim Falschen. Ah, Brücke. Hui. Funktioniert doch. Okay. Du hast da einen Knopf. Wenn man zwei Knöpfe. Ja, aber mach mal noch nicht. Wir haben hier noch überhaupt nichts erkundet. Ich glaube, es geht direkt weiter. Nein, hier sind zum Beispiel Felder, die wir noch nicht kennen. Und ich weiß, wir haben hier noch irgendwo so einen übelsten Challenge-Turm, den ich sehr gern machen würde. Vorher, bevor wir es kriegen. So viel weiß ich noch, weil das gibt ein Achievement und das hätte ich gern. Alles klar. So. Vor allem hier. Was ist das? Ah, da hinten ist der Turm. Und hier ist auch das Minigame. Nein. Ich kann nicht springen. Okay, weiter geht's. Nee, geht du nicht kriegst weiter. Das nicht allein hin. Ich sitze auf der nicht. Kuh. Warum nicht? Ich habe hier einen doppelten Klon hier. Können das ja theoretisch. Nein, warte. Ja, schön, komm, aber es geht nicht. Es ist nicht dazu ausgelegt. Und wie gesagt, bevor du das machst, werde ich noch diesen Challenge-Turm. Kannst du nicht alleine machen. Was ich heute tue. Kannst das nicht alleine machen. Kann ich, aber dann ist dir komplett langweilig. Als ob. Ich komme nicht rüber über die Brücke. Außerdem haben wir hier ein Minigame. Ja, ich komme zum Minigame. Warte. Warte auf mir. Hier kann man auch angeln gehen. Ich komme nicht rüber. Bin zu blöd. Du kannst überall hier lang springen. Du bist sehr mobil. So, hier links. Dann bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Wo bist du? Ja, jetzt bist du bei der Wurst. Ich bin auf der ganz anderen Seite. Ich bin weiter auf der anderen Seite. Und du bist da drüben. Habe ich doch gesagt, ganz auf der anderen Seite. Helter. Ja, das war mal ein Minispiel. Hier war ein Minispiel. Wir können auch erstmal auf Kühen reiten. Was bringt das? Wirst du nicht
Das bringt absolut nichts. Wir können auf Kühen reiten. Aha. Das ist was. Das ist. Oder auf einem Schaf. Du kannst auf dem Schaf reiten. Ja, du auch. Minispiel ist hier hinten. Hui. Ja, das ist ein Minispiel. Ja. Hey, May, komm hier! Ich komm schon. Pferderennen, komm. Illegales Glücksspiel auf Twitch. Sag das nicht zu laut. Springen und ducken. Okay. This race is mine. Not against my winning horse. We'll leave you in our tracks. 2, 2. Eins. Da hat was hier. Oh, hops. Nein, das war ducken. Verdammt. Nein, bin zu schlecht. Der Wandsche. Cody, it's not an official race. Noch eine Runde? Sehr gerne. Jetzt, wo du weißt, wie es geht. Aber vielleicht noch ein bisschen Wettkampf drin. Naja. 3, 2, 1. So. Come on, girl. Verdammt! Das ist schlecht. Alrighty. Verdammt! Ach, das ist mies. Weitere perfekte Runde. Das Glücksspiel ist scheiße. Okay, wir können noch angeln gehen. Das Glücksspiel, das Minispiel. Okay, wir können angeln. Noch ein Minispiel. Okay, a bit of fishing, I see. Maybe I'll catch something good. Ooh, okay. Ich könnte was Gutes haben. Oh. Well, at least something bit. Am Fisch. Freilassen. Ich sehe schon. Ja, sehr frei. Oh, Big Bertha, come on, come here. Oh, I got one. Wie viele verschiedene Fische gibt es? Gibt es Stiefel? Ist die Frage. Ich habe einen dünnen. Ich habe einen dicken. Einen kugeligen. Nemo. Okay, ich glaube, es lugt jetzt langsam. Oh, ich habe einen Dings. Ich habe ein Fernrohr. Mordi, guck mal, ich habe ein Fernrohr. Ja. Sehr cool. Es gibt da so Müll. Ich kann das Fernrohr. Ich habe Wahl. Ich kann das Fernrohr freilassen. Okay. Alles eine Glocke, glaub, liegt, haben wir dann eine Glocke liegt da schon drüben. Man kann also eine Glocke sammeln. Oh, here comes a big one. Ah, Fisch. Okay, du angelst weiter. Ich mach den Helltower. Ach nö, wir müssen zusammen drauf. Warte, ich komme gleich. Ich hab noch eine Glocke fangen. Ich glaube, du kannst deine Glocke fangen. Ein Haifisch. Dann komme ich zu dem Höllenturm. Ich brauche dich nur zum Aktivieren. Ab das zum ist ein Achievement, das will ich, weil das haben wenige Leute geschafft. Werden wir es auch nicht schaffen. Ja, du nicht. Ich glaube, Gronkh hatte das gecheatet, indem er mit dem Vogel dann später da drauf geflogen ist oder sowas. Der Turm der Hölle. Ja, das ist eine scheiß schwere Challenge, soweit ich weiß. Gut, dann sollst du auf jeden Fall versuchen, das Jump'n'Run. Versuchen kannst du's. Oh nein! Ich hab versagt. Bringt mir auch nix. Nein, ich krieg die Achievements, deshalb. Und auch deine Achievements übrigens. Nein! Oh Gott! Okay. Ich hab genau den falschen Rhythmus. Okay, ich war schon da auf.
Oh! Cool. Ich bin auf dem ersten. Ich hab eben eins geskippt. Ich bin auf dem zweiten. Oh nein. Warte, ich bin noch vor dir oben. Am Ende bin ich noch vor dir. Ich meine, du kannst Jump'n'Runs ziemlich gut dafür, dass du immer behauptest, du kannst keine Jump'n'Runs. Hier bin ich relativ schlecht drin. Nein. Ich finde das Timing so unglaublich unfair. Manchmal. Ich weiß nicht, wie ich da... Ach so, ja, okay. Und wieder unten. Jetzt habe ich das komplett falsche Timing. Ja, ich bin wieder. Alter, ich drück immer Shift, wenn es nicht sein sollte. Ja, Ebene 3. Okay, man kann also definitiv. Oh nein, scheiße. Die verschwinden. Ja. Okay, man kann die erste Ebene zumindest skippen. Alter. Du wirst das wirklich schaffen? Hm. Ich werde das schaffen. Und wenn es das letzte ist, was ich heute mache. Stunden verbringen hier. Es haben schon Leute Stunden hier verbracht. Na toll. Also das weiß ich, das ist... Das soll wirklich unglaublich unfair sein. Und unglaublich hart. Ich meine, wir schaffen nicht mal die erste Ebene jetzt gerade. Soll ich schon mal Pause machen gehen? kannst du, theoretisch. Oh ja, ich bin fast gut. Ich bin fast gut. Nein, ich war fast gut. Na komm, das kriegst du hin. Das sag ich nicht nur, weil ich weiterspielen will. Ach du Scheiße, die verschwinden ja dann hier. Das ist ja brutal. Ja. Das hat mich auch ein oder zweimal erwischt. Okay, ich bin wieder hier. Ach du Scheiße, nein. Ich bin wieder unten. Na komm, Cody. Cool, ich bin auf genau der falschen Seite. Okay, eins noch. Nein! Nein, nein. Er ist komplett in die andere Richtung gesprungen. Sam Mist. Besser wird. Naja. So, und jetzt darf ich hier nur nicht gierig sein. Ich habe gesagt, nicht gierig sein. Oh Gott. Nein, das war nichts, das war nichts. Oh nein. Welcome back. Willkommen zurück, wie in der SpongeBob-Folge. Welche SpongeBob-Folge? Die mit der Parfümabteilung. Okay. Du hast in deinem Leben SpongeBob gesehen, oder? Ich habe genug SpongeBob geguckt. Wirklich nicht die mit dem fliegenden Holländer? Sagt mir gar nichts, aber ich habe bestimmt alle Folgen SpongeBob geguckt. Das als Kind durch und durch geguckt. Ich habe alle, die da früher liefen, das ist, ich habe das dann mal. Ja, ich meine auf jeden Fall die mit dem Joke, dass der fliegende Holländer Veganer ist und die deshalb kurz in Früchte verwandelt wurden. Das lief früher im Fernsehen immer vor, bevor das Handmännchen kam. Das habe ich dann immer auf. Dann habe ich immer SpongeBob geguckt und danach lief das Handmännchen. Dann habe ich das Handmännchen geguckt. Das ist halt wirklich das. Ich habe das Handmännchen geguckt. Ja, natürlich. Das gute Ost-Handmännchen. Das ist das. Eine der wenigen Sachen, die der Westen übernommen hat. Das Ost-Handmännchen.
Okay, jetzt darf ich nicht gierig werden. So. So, wie schaffe ich das jetzt hier? Ach, so schaffe ich das. So. Okay, das hier könnte jetzt richtig, richtig böse werden. Schön Zeit nehmen. Nice, nice, nein, 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 nicht nice. Nicht nice. Ich bin wieder unten. Okay. Zeit wurde genommen. Was kriegt das hin? Kannst du doch die Zeit anhalten, kannst du das vielleicht? Nein, ich kann hier, hier kann man nicht cheaten, das ist wirklich reines Jump'n'Run. Na komm. Ich guck dir zu. Ui, nein! Nein, 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 wehe, du fährst wieder runter. Das war ein Double Jump zu viel. So. Ich guck, dass ich die Ebenen nutze. Wenn du runterfährst, machst du das, darfst du, wenn du ganz nach unten fährst, darfst du das nicht nochmal machen. Ich mach das nochmal. Ich hab das Spiel gekauft. Ich dann hab das Vorrecht. Dann streng dich an. Nicht runterfallen. Eine Ebene noch. Du bist oben. Oh. Na komm, jetzt keine Blödheiten. Und mach. Profi-Plattformer. Ja! Zünden und explodieren. Feuerwerk. Oh, ich sehe es auch von hier unten. Und hast das Achievement? Ich hab's. Sehr nice. Können wir ja weitermachen. Schwierig. Ja. Also ich weiß von Leuten und ich glaube auch Streamern, die hierfür wirklich Stunden gebraucht haben. Jetzt Anfänger. Ja gut, ich meine, wir hätten es auch cheesen können, indem wir später mit den Vögeln da hochfliegen, aber komm schon. Werde ich dann noch machen. Damit ich da auch mal oben bin. Kannst du, ich weiß, dass Gronkh gecheest hat, soweit ich mich erinnern kann. So, hier weiter. Wir müssen die Brücke runterkriegen. Wir müssen die Brücke runterkriegen. So. Ich habe hier alles getan, was ich unbedingt tun wollte. So, heißt, einer muss auf den Knopf, einer muss auf die andere Seite. Ups. Du musst. Na komm. Irgendwie bleibt das aber nicht unten. Mach du. Springen. Ups. Deine Seite ist noch nicht unten. Ja, ich hab aus Versehen geschifft. Zugleich auf 3, 2, 1. Okay. Passiert doch nichts. Ja, ich muss ein bisschen näher ran und muss es dann festhalten. So. Also, du musst es festhalten. Okay. Oh, ich muss das dann komplett festhalten. Du hast die Zeit, du kannst mit der Zeit was machen. Ja, wir müssen die erstmal runterdrücken. Wo bin ich? Achso, hier bin ich. Okay, du musst jetzt auf mein Timing vertrauen. Warte, warte, warte. Andere Knopf, ja. Ja, hier. Warte, ich bin da. Okay, 3, 2, 1 und go. Na komm, mach's fest. Ja, sehr erledigt. Geh auf deine Spur. Ich bin auf meiner Spur. Du musst auf die linke, du bist nämlich der Mann. Du bist der Mann. Warum sollte ich den Typen auf den Arsch gucken wollen? Tja. Ich bin schon korrekt hier. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir deswegen die Trennung. Weil wir herausgefunden, dass wir homosexuell sind. Okay, wir müssen die Zeit einstellen hier. Ah, okay. Ja, Moment, ich muss hier hin und du musst... Ich muss auf die... fast auf die 12. So ungefähr. Ja. Ja. Nicht so ungefähr. Okay, und jetzt scheinen wir ein bisschen Resident Evil 8 zu spielen. Der Optik nach. Nicht 7? Nee, das ist 8 mit dem Bilderbuch am Anfang. Das hat mich extrem daran erinnert. Es war damals noch nicht draußen. Ich weiß, es hat mich deshalb extrem an It Takes Two erinnert. Ja, es ist durchaus richtig zu sagen, Resident Evil 8 ist wie It Takes Two, weil It Takes Two kam vorher raus. Und du siehst ja süß aus. Also zumindest die Optik von dem Ding hier sieht extrem aus wie das Bilderbuch am Anfang. Die fallenden Arme sind echt süß. Oh. Ha. Du mit deinen fallenden Armen und ich mit meinen Beinen. Wow. That clock
huge. Is that where we're going? Exactly. But to get inside, you need to unravel the secrets of the smaller towers. Uno, dos. You see? Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Yeah. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happens now, now. Now, 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 now. Can you feel it? Oh, yeah, I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Hey, Book. What's that strange fear over there? Yeah. That, my friends, you have to figure out yourselves. Woo! We are not his friends. Hey, Cody, I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay.